Die Bundesregierung bereitet sich auf einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland vor. Man stehe am Beginn einer Epidemie. In diesem Moment, in dieser Krise, sind wir alle gleich. Sind wir alle China. I am China. I'm China. Hallo, ich bin Tobi. 3 Wochen sind vergangen. Wie ist die aktuelle Lage? Ist das Coronavirus mittlerweile in Deutschland angekommen? Was weißt du über das Coronavirus? Nicht viel, ehrlich gesagt. Ich meine, dass es zurzeit rumgeht und aus China kommt und eben, dass bis jetzt noch keine Lösung dafür gefunden wurde. Groß ist schon, dass gerade sehr viele Menschen in China davon betroffen sind. Hat sich dein Leben seit dem Coronavirus irgendwie verändert? Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Bis jetzt noch nicht. Also sobald du die Nachrichten ausschaltest, vergisst du es halt irgendwie mal sofort. Weißt du, wie sich das Leben für die Menschen in China verändert hat? Nein. Ich weiß, dass die Lufthansa-Flüge gestrichen wurden. Ich würde mal sagen, drastisch. Über 50 Millionen Menschen sind in Quarantäne. Das kann man sich nur schwer vorstellen. Wo einst Kinderlachen in den Straßen zu hören war, herrscht nur noch Stille. Sind wir in Gedanken bei diesen Menschen? Können wir mit ihnen mitfühlen? Es waren inspirierende und mutmachende Menschen wie Mario Cavolo, der einen Blick auf das H1N1-Virus der USA 2009 im Vergleich zum neuen Coronavirus warf und diese Ungerechtigkeit beim Namen nannte. Auch Menschen wie Arthur Thomas, der die gesamte Welt Zusammenhalt, Vernunft und Mitgefühl auf. Es sind Tausende von Ärzten, Krankenschwestern, die mutig und furchtlos unter Einsatz ihrer eigenen Gesundheit dafür Sorge tragen, dass die Kranken und Verletzten nicht hilflos alleine gelassen werden, damit das Virus eingedämmt werden kann. Hunderttausende von Hilfskräften, darunter viele Polizisten, sorgen dafür, dass das öffentliche Leben nicht zusammenbricht und die Menschen mit Wasser, Strom und besonders wichtig, Verkehrsmitteln weiter versorgt werden. Jeder Fahrer eines Busses oder Reinigungskräfte, eben jeder, der beruflich veranlasst seine Wohnung verlassen muss, um seine Pflicht zu tun, müssen mit den Ängsten leben, selbst angesteckt zu werden. So geht es auch den Angestellten in den Läden, die mit Kunden zu tun haben oder telefonisch bestellte Nahrungsmittel zu den Kunden liefern müssen. Es sind die stillen Helden, die wir nicht übersehen dürfen. Sie verdienen unsere ganze Hochachtung. Weil sie mit ihrem Einsatz das öffentliche Leben aufrechterhalten, machen sie ein Eindämmen des Virus erst möglich. Viele von ihnen haben wahrscheinlich ihr Leben geben müssen. Ist das bis in unser Herz gedrungen? Seht selbst. We are very sorry about that serious situation. Here in Germany, all of us share this concern with China, you are not alone. We stand together with you. Wuhan, Chai. Wuhan, Chai. Keep on fighting. Wuhan, Chai. Wir stehen an der Seite unseres Teams miteinander und wünschen alles Gute. Ich hoffe, dass bald alles wieder gut ist. Wir stehen auch in Solidarität zu vielen Menschen in der chinesischen Community. 一起乒乓, 保持健康, 战胜病毒. Also ich denke, es ist bei uns angekommen in der Öffentlichkeit und viele Leute denken an die, an euch Chinesen und wünschen alles Gute. Wir müssen uns alle wieder respektieren und aufmerksam sein und freundlich zu allen sein und einfach mithelfen. Den Kampf um das Virus können wir nur mit den vereinten Kräften aller Nationen gewinnen. Dazu sind in besonderem Maße Wissenschaftler und Ärzte über alle Grenzen hinaus aufgerufen, mit aller Kraft zu helfen. Aber auch wir sind aufgerufen, gemeinsam gegen das Virus und nicht gegen andere Menschen zu kämpfen. Eine Ausbreitung des neuen Coronavirus könnte bald woanders auf der Welt, vielleicht morgen schon in Deutschland beginnen. Erste Fälle gab es bereits in 2 deutschen Städten. Sind wir darauf vorbereitet? Wir kämpfen gemeinsam gegen das Virus und nicht gegen die Menschen. In diesem Moment, in dieser Krise, sind wir alle gleich. Sind wir alle China. I am China. I'm China. From Kazakhstan. We are strong together. I'm China. Los colombianos lamentamos mucho la situación por la que están pasando y esperamos que todo mejore pronto para ustedes. I am China. Los españoles estamos con vosotros en esta lucha. I am China. From Pakistan to our neighbor and friend. I am China. From India to our neighbors. I am China. Sa grupo ng mga Pilipino dito sa Israel, kami ay nananalangin para po sa aming mga kaibigan, mga China.
Chinese. I am China. Puno podrški pozdrava iz Hrvatske, stojimo uz vas. I am China. Together we can beat this. I am China. Die Bundesregierung bereitet sich auf einen deutlichen Anstieg der Corona-Fälle in Deutschland vor. Man stehe am Beginn einer Epidemie. Auch Politiker in der Schweiz fordern nun eine Grenzschließung nach Italien. Frankreich und Deutschland halten aber davon bisher wenig. Experten befürchten allerdings, dass diese Strategie nicht mehr allzu lange greift.